Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Creativeverse. Wo sind wir denn? Was machen wir denn? Was haben wir denn? Ich schaue mal gerade auf die Uhr da oben. 6 Uhr ein bisschen, das heißt früh am Morgen. AM, ja genau. Was machen wir denn heute? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, wir besorgen uns mal ein paar Rohstoffe. Nebenbei fülle ich mal ein bisschen... Alter Schwede, 7 Minuten bringt das Gingerbread. Also da müssen wir ein bisschen mehr vom basteln. Das ist ja wohl mal, ne? Das ist ja mal amtlich. Dann gucken wir doch gleich mal in die Rezepte rein. Ach ja, stimmt. Wir hatten zum Schluss die Mütze gefunden gehabt. Und jetzt schaue ich mal eben. Was wollte ich gerade? Achso, das ja, Lebensmittel können wir irgendwie noch nicht herstellen. Da ist die Taming-Glocke. Wir sollten vielleicht da mal schauen, ob wir uns nebenbei ein kleines Haustier zulegen. Fällt mir auch gerade ein. Kann ich die schon machen? Nein. Hier besorgen wir uns mal ein paar Rohstoffe. Die sind dusselig, die Viecher, die greifen noch nicht mal an. Tschüss. Und da kriegen wir Leder und diese komischen Gummibänder. Und dann schauen wir mal, da hinten ist so ein kleines Kistchen. Ja, was haben wir denn vor? Was haben wir denn vor? Wie gesagt, mal schauen. Lecker. Ob wir uns so ein kleines Schweinchen tamen können. Ach, ich sehe auch gerade das Gingerbread Brot da, oder wie das heißt. Wie heißt das Zeug? Ah, sagt er mir hier gar nicht. Gingerbread Loaf. Ja, das erhöht die, Dingens. Sag schnell. Ne, weiß ja wohl. Die Lebensleiste. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann hole ich mir jetzt mal eben, ich bastel mir mal eben, ein paar Stone Rods. Dann werden wir gleich als erstes mal so ein kleines Schweinchen hier uns tamen. Denn die bringen ja, das sagte ich glaube ich schon, auch Rohstoffe. Und je eher man sie hat, je eher bekommt man auch die Rohstoffe. So, dann springen wir mal hier um die Ecke. Hatten wir nicht eigentlich auch die Dinger hier gefunden? Nö. Was haben wir denn hier in der Kiste drin? Mal eben reinschauen. Das kann ich schon mal reinpacken, das kann ich reinpacken. Den Bienenwachs, die Chart kann ich reinpacken. Das mache ich da erstmal rein. Die kann ich nachher schmelzen. Die Queen Bee muss ich noch herausfinden, wie das funktioniert. Und hier haben wir ein Bäumchen. Den können wir auch anpflanzen. Ich packe da erstmal alles so ein bisschen rein. So, jetzt gucken wir mal eben. Wir brauchen Stone Rods. Stone Rods macht man aus Stein. Zack. Machen wir uns mal nur 8 Stück. Und dann können wir uns mal ein Schweinchen besorgen. Hier. Dann machen wir auch mal unsere Lebensleiste. Wir sind übervoll. Dann schauen wir mal. So, müsste jetzt gleich fertig sein. 2 Sekunden noch. Hier unten sieht man die Restzeit. So, jetzt kann ich die Glocke basteln. Zack. Ja, und da setzt die Musik ein. Dank eines kleinen Kommentars habe ich die jetzt mal in dieser Aufnahme etwas leiser gestellt. Ich denke mal, das ist jetzt so okay. Ich werde ja jetzt im Laufe des Let's Plays noch ein bisschen drauf achten. So. So, der greift uns jetzt an. Das ist natürlich toll. Ich muss den nur im Fokus halten, dann kann ich ihn tamen. Und wie man sieht, der haut ganz schön zu. Jetzt macht er gleich eine Attacke. Da ist er. Hehe. Wir haben einen Schwein. Ja, das lässt sich gleich mal pennen, ne? Das ist immer wieder klar. So, Kohldampf hat er. Und er mag Pilze. Das ist schön. Das ist nämlich recht einfach für uns. Bitteschön. So, du followst uns jetzt. Den kann man irgendwie auch ausrüsten. Da schauen wir gleich mal, ob wir ihm die Weihnachtsmütze aufsetzen können. Denn immerhin ist es jetzt kurz vor Weihnachten. Dann können wir das ja hier auch mal ein bisschen weihnachtlich gestalten. So, wir haben ein Schwein. So, dann können wir die Glocke... Ach, die behalten wir mal am Mann. Eventuell holen wir uns dann nochmal ein Schweinchen. Mit Rechtsklick kann man mit dem interagieren. Ah, siehst du, guck hier. Komm her. Ja, jetzt glitscht er da so ein bisschen durch. Unser kleines Schweinchen. Da muss ich jetzt erstmal einen Screenshot von machen. Dankeschön. Ja, du kannst jetzt erstmal hier bleiben. Und dann schauen wir mal, wie gesagt,
was der uns so alles bringt. Und wir haben jetzt hier ein neues Rezept dazu gekriegt, die sogenannten Washer. Damit müssen wir das Viech nachher mal ein bisschen sauber machen. Jetzt können wir auf jeden Fall erstmal schauen, die können wir machen. Wir hatten doch, ne? Pass mal auf, wir hatten doch Obsidian gesammelt, oder habe ich das falsch im Kopf? Haben wir das hier geschmolzen? Yay, da ist es. So. Jetzt kann ich Folgendes machen. Oh, Teleporter gibt's. Aha. Obsidian Brickwall. Ja, nee, ist klar. Wir werden jetzt als erstes eine Obsidian Mining Cell machen. Dafür brauchen wir eine Magnetit. Jetzt wissen wir, wofür wir das brauchen. Hatten wir nicht auch Magnetit gesammelt? Mein Gott. Stone, Limestone, Bedrock. Wieso haben wir kein Magnetit in der Tasche? Dann holen wir uns mal eben welches. Falsche Taste drücke ich immer. Komisch, ich dachte, das hätten wir. Ja gut, dann gehen wir mal unten in unsere Höhle. Beziehungsweise in unseren Stollen. Der hier schön ausgeleuchtet ist. Da ist auch wieder ein kleines Piggy. Hier irgendwo hatten wir doch, pass mal auf, wie war das noch? Ah ja, genau. Hier hoch, zack. So, und dann schauen wir mal an Obsidian-Node. Okay. Das lasse ich mal eben noch zurück. Wir brauchen es ja jetzt nicht direkt. Das sind gleich zwei Stück. Ich würde nämlich ganz gerne das mit einem besseren abbauen. Wir brauchen, was haben wir gesagt? Magnetit, ne? So, dann nehme ich mal hier die Zelle. Achso, geht ja nicht. Zack. Dann buddeln wir uns mal hier ein bisschen in den Boden und schauen mal, ob wir da ein bisschen Magnetit finden. Ich habe das irgendwie, oder war das im anderen, in der Testwelt gewesen? Ach nee, das war die Aufnahme, die ich weggeschmissen habe. Aufgrund von kleinen Problemen. Da hatten wir reichlich Magnetit. Aber ich denke mal, das werden wir hier auch finden. Hoffe ich. So. Machen wir hier ein bisschen Licht. Das sieht mir alles noch nicht sehr magnetitig aus. Wir haben Höhe 62. Oder was ist das? Keine Ahnung. Da oben bei Grasland. Grad steht daneben. Keine Ahnung. Könnte auch die Temperatur sein, dass es in Fahrenheit ist. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, wir suchen Magnetit. Toll. Das ist ja hier anscheinend sehr reichhaltig. Da ist was. Limestone, Mist. Das sieht so leicht kristallin aus. Ich weiß auch nicht, in welcher Höhe das genau vorkommt. Ob das jetzt eine bestimmte Höhe hat oder einfach so. Hier ist nichts. Obsidian-Not, das ist schön. Da haben wir schon die nächste. Das war toll. Das hat ein bisschen länger gedauert, bis die ausgeleuchtet war. Ich finde nicht das, was ich haben will. Gut, dann lassen wir das erstmal hier. Dann gehen wir mal gucken auf der anderen Seite, wo die Monster rumhängen. Ob wir da vielleicht ein bisschen Magnetit. Hallo Schwein. Sehen. Wo geht's hier runter? Da. Da ist was, genau. So, pass mal auf. Dann sind wir mal heute mutig. Zumindest sehe ich gerade kein Monster. Das ist ja schon mal gut. Jetzt müssen wir uns hier nur einen Fluchtweg bereithalten.
setze ich mal einen Holzklotz hin. Gut, ich sehe keine Monster, das ist gut. Das ist Magnetit gewesen. Da hinten ist noch mehr. Ich klaue mir das mal eben. Zumindest höre ich im Moment noch kein Vieh. Alter, ist das eine Riesenhöhle. So, tschüss, ich bin weg. So, eben schnell hier wieder zumachen. Wo ist meine Erde? So, damit da noch kein Bösewicht durchkommt. Ja, die glitschen sich zwar da durch, aber naja. So. Oh, Pilze. Die nehmen wir auch mal mit. So, und jetzt können wir uns die Obsidian-Dingsbums bauen. Na, komm schon raus hier. Und dann können wir nämlich auch Dingens machen. Ich habe nicht genug Magnetit, so ein Mist. 8 Stück brauche ich dafür. Ja gut, gehen wir erstmal hier ein bisschen an der Oberfläche spazieren. Wollen ja nicht das jetzt herausfordern. Ah, da ist auch gleich eine Höhle. Sieht zumindest dann aus. Wir erkunden mal hier so ein bisschen die Gegend um unser Häuschen drumherum. Und schauen mal, vielleicht finden wir ein paar Oberflächen. Zugänge oder wie man es nennen möchte, um dann Magnetit zu farmen. Da ist noch wieder eine Höhle. Da schauen wir doch einfach mal mutig rein. Wo sind denn meine... Ach du Scheiße, ich habe gar keine Kerzen, wollte ich gerade sagen. Fackeln. So. Ich höre es klappern. Aber leuchten sehe ich noch nichts. Ja, hat sich erledigt. Ich bin da mal weg. Ja, wir müssen noch ein bisschen Rüstung haben. Oh, da hinten ist eine schöne Kiste. Rennen, die Taste, alles klar. Nebenbei müsste ich auch mal wieder was futtern. Komm schon her. So, das tauschen wir mal aus. Ja, was gibt es denn hier sonst noch zu entdecken? Bin ich mal gespannt. Wir haben ja mittlerweile jetzt ein Schweinchen. Also ein Haustier. Die können wir auch, ich weiß nicht, ob die sich vermehren. Schauen wir mal. Werden wir uns noch ein, zwei von zulegen. Ja, hier geht es auch wieder runter. Und auch von den anderen Tierchen dann. Mal gucken, das eine, was uns nicht angegriffen hat, das könnten wir eventuell auch tamen. Oh, da unten ist Magnetit. So, und graben uns mal hier einen Weg runter. Irgendwie. Ach, das ist gar kein Magnetit, so ein Mist. Das ist normaler Stein. Trotzdem gucken wir mal da in die Ecke rein. Vielleicht hat es ja ein paar Überraschungen für uns. Ja. Sparen wir uns das. Weil die sind definitiv noch zu stark. Da hinten ist noch wieder eine schöne Kiste. Da gucken wir gleich noch. Und dann können wir mal eben, ich habe nämlich da rechts irgendwie so ein Vieh gesehen, mit unserer Glocke mal versuchen, die anderen da zu tamen. Ach, der sitzt oben im Baum. Hüpf, hüpf. Schade, gar keine Kiste. Dafür haben wir noch ein bisschen Honig. Wie gesagt, ich sammle jetzt hier mal so erstmal ein paar Rohstoffe noch ein, die wir gebrauchen können. Und erkundige dabei diese Welt so ein bisschen.
Ich weiß jetzt noch gar nicht, ob es hier eine Karte gibt in dem Sinne. Vielleicht müssen wir uns die auch craften. Ansonsten gucke ich mal in eine Höhle. Tastatureinstellung, ob da irgendwie ein Shortcut ist. M ist es nicht. So, Pilze haben wir jetzt reichlich. Halt, wollte eigentlich nicht, aber es geht auch so. Dann gucken wir mal ins nächste Höhle. Loch rein. Guten Tag. C war das, genau.